So, Freunde, da bin ich. Und wir kommen jetzt mal zu etwas, wo ich vielleicht viel Hate für bekommen werde, ja. Aber eins vorweg, ich unterstütze nicht das, was in Katar passiert ist, aber wahrscheinlich bin ich am Ende, also ich kann es noch nicht wissen, aber wahrscheinlich bin ich am Ende einfach durch und durch Fußballfan, weshalb mir das dann wahrscheinlich in den 4 Wochen so egal sein wird und ich das dann trotzdem gucke. Deswegen, irgendwie freue ich mich dann trotzdem auch auf die WM. Aber wer weiß, vielleicht komme ich auch gar nicht dazu zu gucken und dann kann man das auch boykottieren. Ich meine, von den Anstoßzeiten her ist es zumindest auch so gelegt, dass man wahrscheinlich doch nicht so viel gucken kann. Gerade die 11-Uhr-Zeiten. Aber zumindest die deutschen Spiele sind so gelegt, dass man sie gucken könnte, zumindest mal 2 von 3. Und ja, zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich dieses WM-Playoffs-Ding streiche und wir dafür dann jetzt ein Video machen über die WM-Gruppen und oder hauptsächlich über die deutsche WM-Gruppe und dann vor allem einmal kurz einschätzen in den anderen Gruppen, wen ich da weitersehe. Wir könnten zum Beispiel auch Richtung WM, wenn es wieder sowas gibt, so einen WM-Rechner machen. Bei mir aus. Und wir fangen einfach direkt mal an. Ich kann ja die deutsche Gruppe hier mal einblenden. Am Ende des Videos blende ich auf jeden Fall nochmal alle Gruppen ein. Die deutsche Gruppe besteht aus Japan, das wird dann das erste Spiel sein. Dann aus dem Gegner aus Top 1, das ist Spanien. Und dann aus einem Gegner, der noch nicht feststeht, das wird Costa Rica oder Neuseeland. Und ich persönlich finde ja, das ist eine sehr knackige Gruppe. Aber das Ziel und der Realismus muss sein, dass Deutschland hier mindestens als Zweiter einläuft. Denn Japan und Costa Rica sind eigentlich gefühlt immer dabei. Und wenn man sich die letzte Weltmeisterschaft so anguckt, dann kamen die auch regelmäßig mal ins Achtelfinale, gerade die Japaner. Ich meine, Japan zum Beispiel finde ich sehr spannend. Und gerade wenn man sich die letzten WMs hier anguckt, beim letzten Mal sind sie, glaube ich, bis ins Achtelfinale gekommen, haben dann da unglücklich gegen, ich glaube, Kolumbien verloren. Aber auch bei der WM in was? Brasilien oder Südafrika. Also ich habe so das Gefühl, Japan kommt gerne mal eine Runde weiter und ist auf jeden Fall sehr unangenehm, was das betrifft. Und man kann halt Japan auch schwer einschätzen, weil man kennt sie jetzt nicht so. Ich wüsste nicht, wann wir schon mal gegen Japan gespielt haben. Und dementsprechend wird das sicherlich sehr spannend. Neuseeland, ja gut, da eigentlich theoretisch musst du da nicht drüber sprechen, wenn es Neuseeland dann wird, weil Ozeanien kannst du eigentlich mit Europa nicht vergleichen. Das wäre wahrscheinlich noch der machbarste Gegner. Den kannst du aber auch 0,0 einschätzen tatsächlich. Neuseeland, weil Ozeanien, das ist so weit weg. Ich gehe aber tatsächlich fest davon aus, dass es Costa Rica wird. Und Costa Rica, meine Damen und Herren, die hatten bei der letzten WM einfach nur Pech, dass sie die Gruppe dann nicht geschafft haben. Denn für mich war es machbar, dass sie diese Gruppe überstehen. Bei der WM 2014 kann sich allerdings noch jeder daran erinnern, dass Costa Rica bis ins Viertelfinale gekommen ist und da auch nur sehr knapp und vor allem unglücklich gescheitert ist am Ende des Tages. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wie ich aber schon sagte, Anspruch und Realismus muss Platz 2 sein und ich halte das auch für machbar. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wie ihr die deutsche Gruppe findet und wie ihr uns einschätzt. Übrigens, im Viertelfinale wäre es dann Kroatien oder Belgien, sollten die sich durchsetzen, egal ob du Erster oder Zweiter wirst. Finde ich dann aber tatsächlich sogar machbar. Da hätte ich nicht mal irgendwie Angst vor. Die Kroaten spielen zwar
unheimlich gut, aber die stellen sich jetzt auch gerade wieder neu zusammen, weil Leute wie Modric und Co., die machen wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Und Belgien war bis vor kurzem noch Weltranglisten-Erster, die sind jetzt abgelöst worden von Brasilien. Und Belgien ist irgendwie immer der Geheimfavorit, aber irgendwie performen die dann auch nicht. Und naja, irgendwie spielen die immer unter ihren Erwartungen. Deswegen glaube ich sogar, da wären ganz gute Chancen da, um mindestens mal ein Viertelfinale zu erreichen. Trotz dessen, voller Fokus für mich liegt auf der Heim-Europameisterschaft 2024. Da muss zwangsläufig der Titel angegriffen werden, weil vor heimischem Publikum darfst du dich nicht Gut. blamieren. Das zur deutschen Gruppe. Wir können jetzt mal die anderen Gruppen noch mal kurz durchgehen. Einfach nur, um einmal kurz zu sagen, wen ich da als Favoriten habe und wer dann durchkommt. Und am Ende blende ich halt, wie gesagt, einfach bei alle Gruppen ein. Und dann war es das auch schon wieder für heute. In Gruppe A haben wir Katar, Ecuador, Senegal und Niederlande. Auch wenn es jetzt in meinem Programm falsch steht. Aber das Eröffnungsspiel wird dann Katar gegen Ecuador sein an einem Montag um 11 Uhr morgens. Finde ich übrigens auch eine geile Anschlusszeit, 11 Uhr. Ist dann auch super. Ist halt, das können ja die meisten logischerweise dann nicht gucken. Das heißt, für jemanden, für mich, der sich normalerweise vornimmt, immer alle Spiele zu gucken, würde das wahrscheinlich dann sogar rausfallen. Alle anderen würde ich wahrscheinlich eventuell schaffen, hängt ein bisschen mit Arbeit zusammen. Auf jeden Fall Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande. Also über Niederlande müssen wir nicht reden. Das schaffen die auf jeden Fall. Senegal hat es beim letzten Mal in das Achtelfinale geschafft. Und ich würde sogar tatsächlich sagen, sie schaffen es auch diesmal. Von der Stärke her. Aber wir haben das ja in Russland gesehen, bei der WM, was eine Heim-WM auslösen kann. Und dieser Teamspirit hat Russland damals bis ins Viertelfinale geführt. Deswegen Katar kann für die K.O.-Runde vielleicht auch schaffen. Ich meine, die letzten, die bei einer Heim-WM nicht durchgekommen sind und in der Gruppe raus sind, das waren damals die Südafrikaner. Wenn ich mich jetzt hier aber festlegen müsste, würde ich hier eindeutig sagen, Niederlande und danach Senegal. In Gruppe B haben wir England, Iran, USA und Schottland, Ukraine oder Wales. Und ja, England ist klar. Ich finde die Gruppe sehr ausgeglichen. Und für mich macht das, also wenn es Wales wird, wird das ein Zweikampf zwischen Iran und Wales. Ansonsten wahrscheinlich würde ich dann sagen Iran. Und weil ich einen guten Kumpel habe, der iranische Wurzel hat oder Iraner ist, komm, ich sage, England und Iran machen das und gehen ins Achtelfinale. Dann haben wir Gruppe C mit Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Das finde ich sehr, sehr schwierig, gerade weil den Polen es ja zu gönnen wäre. Aber ich glaube tatsächlich, Argentinien und Mexiko machen das relativ deutlich und gehen da durch. Dann haben wir Gruppe D mit Frankreich. Dann kommt da noch rein Australien oder Peru oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Dänemark und Tunesien. Und Frankreich, Dänemark. Genauso in der Deutlichkeit. Ich glaube eigentlich nicht, dass Australien, Peru oder die Vereinigten Arabischen Emirate da irgendwie was entgegensetzen können. Frankreich gegen Australien hatten wir ja auch bei der letzten WM schon und da ging es 4 zu 0 für die Franzosen oder 3 zu 0 für die Franzosen aus. Das sollte also eigentlich eine klare Nummer sein. So, dann haben wir, wie gesagt, die deutsche Gruppe. Da habe ich ja hinlänglich schon drüber gesprochen. Ich sage trotz dessen, Spanien und Deutschland machen das und spielen dann gegen Belgien oder Kroatien. Denn in Gruppe F glaube ich, dass sich Belgien und Kroatien durchsetzen.
in einer Gruppe mit Kanada und Marokko. Kanada ist Neuland, bin ich auch sehr gespannt drauf, was die dann so zeigen. Okay, dann haben wir noch die Gruppen G und H. Dann haben wir in Gruppe G Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun. Brasilien ist klar. Und dann, tue mir ein bisschen schwer. Ich sage jetzt aber einfach mal die Schweiz. Ich sage jetzt einfach mal, die Schweiz macht das. In der Regel ist die Schweiz auch so eine Mannschaft, irgendwie übersteht die Gruppe und kommt irgendwie regelmäßig ins Achtelfinale. Deswegen, ich finde, die Schweiz ist eine gefestigte Mannschaft und die packt das dann. Und dann haben wir Gruppe H mit Portugal, Ghana, Uruguay und Korea. Und da ist die Sache für mich eigentlich klar. Wobei die Portugiesen sind ja eigentlich auch gerne mal eine Mannschaft, die die Gruppe nicht übersteht. Aber hier in diesem speziellen Fall würde ich eigentlich schon sagen, Portugal und Uruguay macht das. Dementsprechend hätten wir dann im Achtelfinale Niederlande, Senegal, England, Iran, Argentinien, Mexiko, Frankreich, Dänemark, Deutschland, Spanien, Belgien, Kroatien, Brasilien, Schweiz, Portugal, Uruguay. Das meine Achtelfinalisten, das meine Einschätzung zu den WM-Gruppen. Und jetzt seid ihr bitte dran. Jetzt könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr die deutsche Mannschaft seht, ob ihr die WM verfolgt, das ist ja dann doch kritisch gesehen, wie ihr die anderen Mannschaften so einschätzt, wer bei euch vielleicht weiterkommt und vor allem, wer euer Geheimfavorit ist. Ich kann mich da noch nicht festlegen, wer da irgendwie gewinnt. Und wer hier Weltmeister wird, da gibt es zu viele Kandidaten. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns dann heute Abend nach dem Hertha-Spiel in Leverkusen oder ansonsten morgen dann zur Talentschmiede mit einem neuen Spieler. Bis dahin, habt euch wohl und bis später. Thank you.